Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Lett und freue mich natürlich, dass Sie heute Morgen wieder live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Diese Veranstaltung dient immer noch nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist und bleibt immer wieder wichtig. Okay, dann Jens, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. So, jetzt müsste man meinen Bildschirm sehen. Morning Meeting, börsentäglich. Und perfekt, sehr gut. Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich heute hier zum Morning Meeting vor einem verlängerten Osterwochenende. Ich glaube, morgen ist ja noch ein Handelstag, aber dann ab Freitag und auch Montag wird es wohl an den Devisenhandel oder Devisenmärkten wird gehandelt, allerdings der DAX wird geschlossen sein. Erfahrungsgemäß die Vola, die wird jetzt mit zunehmendem Fortschreiten der Handelswoche nochmal ein Stück weit niedriger werden, was ehrlich gesprochen auch die Wahrscheinlichkeit dann einer Korrekturbewegung auch im DAX, glaube ich, reduziert. Auch wenn nach oben hin das Chance-Risiko-Verhältnis für Long-Engagements ein bisschen unattraktiver wird, weil wir doch dann recht über den scheinen, ist es dennoch so, dass aus rein saisonaler Perspektive, zum Beispiel im S&P, da werden wir gleich auch noch einen Gedanken formulieren, seit gestern und dann bis in die nächste Woche sogar hinein, dass der S&P sich einem relativ starken saisonalen Muster eben tatsächlich gegenüber sieht, wovon auch der DAX dann theoretisch profitieren könnte. Wie gesagt, wir haben schon eine ganze Menge gesehen, eigentlich seit Wochenbeginn mit dem Schlusskurs. Also Montag war relativ unspektakulär, aber dann im Schlusskurs überhalb von 12.000 Punkten. Ich habe das relativ trocken gehalten und hatte einfach nur in die Analyse für den gestrigen Tag dann geschrieben, dass ich das als bullish interpretiere. Und so war es auch tatsächlich. Wir haben dann gestern die 12.100er-Marke anlaufen können. Wir haben zwar nicht oberhalb der geschlossen, aber uns im Bereich der Tageskurs eben stabilisiert, relativ volatil und das ist wiederum auch ein Zeichen dafür, dass eben tatsächlich derzeit die Bären nicht wirklich, glaube ich, ein großes Potenzial besitzen dürfen. Ja, und infolgedessen hier auch nochmal mein Risikohinweis. Infolgedessen wird es heute dann ausgehend von der Open Range, von dem Trading Setup, was wir dort für den DAX formulieren werden, wird das eine, ja, wie soll ich sagen, also wahrscheinlich eher Long-Geschichte. Wir müssen tatsächlich gleich erstmal gucken, ob die Open Range überhaupt breit genug ist, dass sich überhaupt ein Setup eben definieren lässt, ausgehend von dieser Range. Ja, bevor wir starten, das wieder der Hinweis auf das Buch und die Buchwebseite trader-dasbuch.de. Ich werde gleich im Laufe des Events eventuell auch mal auf die Webseite gehen und ganz besonders mal auf den Monte Carlo Simulator, den ich dort auf der Webseite zur Verfügung gestellt habe, um die Inhalte, die in dem Buch thematisiert werden, gleich auch in der Praxis Anwendung finden lassen zu können. Mit Ausblick auf das verlängerte Osterwochenende, es ist so, Handel wird zwar relativ dünn sein, aber der ein oder andere wird dennoch vielleicht so ein bisschen Revue passieren lassen, wie ist das Trading bis jetzt gelaufen, im ersten Quartal vielleicht, einfach mal in einer Zeit, wenn er ein bisschen Ruhe für sich findet, vielleicht auch ein bisschen Lehrinhalte auffrischen. Und ich habe jetzt tatsächlich schon bereits einen Blogartikel vorbereitet. Normalerweise ist es bei mir so, dass ich die Blogartikel immer jeden Freitag veröffentliche bei mir auf der Webseite, in der separaten Sektion Blog offensichtlich. Und jetzt ist es allerdings natürlich so, wir haben am Freitag Karfreitag und da steht dann die Familie im Vordergrund. Das heißt also, ich werde nicht dazu kommen, den Artikel zu veröffentlichen. Aber das macht auch nichts. Ich werde den allerspätestens morgen veröffentlichen. Warum ich das jetzt erwähne, das hat damit zu tun, weil ich in diesem Artikel mal diesen Monte Carlo Simulator meine ganze Aufmerksamkeit schenken will. Einfach mal zeigen will, wie kann man den eigentlich nutzen. Und in dem Zusammenhang, also ich habe jetzt noch keinen Link, aber wer mir bei Twitter folgt oder wer mir auch auf dem Guidance-Stream folgt beispielsweise oder wer vielleicht auch ab und an mal bei mir auf der Webseite rumschaut oder vorbeischaut, schaut morgen auf jeden Fall so, ich würde mal sagen, Zeitfenster 12:30 Uhr, 13 Uhr. Schaut einfach mal auf der Webseite jk-trading.com vorbei. Also
Hier unten seht ihr es ja, jk-trading.com, das ist eine E-Mail-Adresse, aber das ist auch die URL der Webseite. Da findet ihr dann auf der Hauptseite einen Blogartikel zu diesem Thema Monte Carlo Simulator. Also der beschränkt sich jetzt natürlich, oder der beschränkt sich nicht nur so auf den Monte Carlo Simulator hier von der Buchwebseite, sondern ist auf jeden Monte Carlo Simulator anwendbar. Soweit ich aber weiß, aktuell gibt es nicht besonders viele kostenlos zur Verfügung gestellte. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ihr findet auf jeden Fall auf der Buchwebseite dann auch die Möglichkeit, diese im Artikel thematisierten Dinge einfach mal in der Praxis Anwendung zu finden und dann einfach mal diesen Artikel über die Feiertage einfach so ein bisschen zu lesen, gerne auch Fragen zu stellen in diesem Zusammenhang, Feedback mir per Mail zukommen zu lassen. Ja, das einfach nur mal im Zusammenhang mit dem Buch. Und dann switchen wir mal rüber, zack, in den Markt. Wir sehen auch hier schon, ich habe den S&P 500 vorbereitet mit diesem saisonalen Muster, dem wir uns allerdings gleich widmen wollen. Ich will zunächst einmal auf die 5-Minuten-DAX-Betrachtung gehen. Und da sehen wir, so, da sieht erstmal relativ dynamisch aus. In der Tat ist jetzt hier kein Trade getriggert worden. Ich sehe das sofort, ausgehend von der Tatsache, nämlich, dass hier diese letzte Kerze, also das heißt, das ist jetzt die 9:05 Kerze, die 9 Uhr Kerze, die definiert den Vorteil. Und auch wenn es jetzt aktuell relativ unspektakulär aussieht, dann sehe ich zumindest schon mal, dass die letzte 5-Minuten-Kerze unterhalb hier dieses gleitenden Durchschnitts geschlossen hat. Also wenn man da muss man ganz genau hinzoomen da, und man kann das aber relativ gut erkennen. Da. Dieser rote Kerzenkörper hat unterhalb dieser blaufarbenen Linie geschlossen, also dieses gleitenden Durchschnitts. Und das bedeutet, aktuell ist rein von dem klassischen Setup ist hier mindestens ein Sell-Stop im Markt eben tatsächlich. Und demnach ist das jetzt hier aktuell noch nicht wirklich spektakulär, was passiert. Aber ganz zu schweigen von der Tatsache, ich sehe nämlich jetzt schon 96, 16. Ja, in der Tat ist es so, wir könnten rein klassisch, ohne Berücksichtigung eines Filters, könnten wir hergehen und könnten jetzt einfach einen Trade in den Markt geben. Allerdings, meine Handelslogik verbietet das Eingehen eines Trades ausgehend von der OpenRange aktuell. Ich will auch ganz kurz erklären, warum das so ist. Wie machen wir es am besten? Ich muss mal ganz kurz jetzt schauen. Ich mache mal noch ganz kurz hier ein Word-Dokument auf. Ich hoffe, dass das zügig geht, aber es sollte eigentlich kein Problem darstellen. So, sehr schön. Also, und zwar. Also ich kann es jetzt schon vorausnehmen, ich hoffe, vorwegnehmen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt eine große Enttäuschung führt, aber es ist halt Regelwerk und Regeln sind in meinem Fall jedenfalls nicht dafür da, dass sie gebrochen werden. Jedenfalls nicht im Zusammenhang mit dem Trading. Also, und zwar DAX Stand aktuell rund 12.100 Punkte. Und jetzt sagt mein Handelsfilter oder mein Open Range Filter, der hat folgende Regel: die OR, also die Open Range, Klammer auf, OR, muss mindestens 0,2% vom Indexstand sein, damit Trade Setup formuliert wird. Also das heißt etwas anders formuliert. Ich multipliziere die 12.100 mit 0,2%, also 0,002 und erhalte dann 24,2 Punkte. So, jetzt gucken wir auf die aktuelle Open Range, aktuelle OR, gucken dazu auf das untere, auf diese untere horizontale Linie, diese dünnfarbene rote und die obere, die ja definiert wird. Ich muss das noch dazu schreiben, fällt mir gerade auf. Das ist ganz wichtig. Aktuelle Open Range wird definiert durch H slash T, also hoch, tief zwischen 0800 und 0904. So. Oh, nee. Nee. So. Und dann sehen wir, dass das Tief hier, also die untere Linie, das liegt bei 12.096 Punkten. 12.096. Und die obere rotfarbene Linie, die liegt hier,
So, ganz genau bei 12.116,75. Heißt, OR, Moment, da fehlt was. So, OR ist also 20,75p. So, und das bedeutet, 20,75 ist offensichtlich kleiner als die Mindestrangebreite von 24,2 Punkten. 24,2 Punkte. Ergo kein Trade. Also das ist ein Filter. Es lässt sich in der Tat, es lässt sich in der Tat eben tatsächlich zeigen, hier bei dieser Betrachtung, dazu habe ich jetzt nichts vorbereitet, ehrlich gesprochen, aber man glaube mir das einfach. Desto kleiner die Range ist, desto weniger ist hier, oder desto ja, unprofitabler ist ein schwieriges Wort. Also die Profitabilität nimmt eher ab, so rum formuliert. Also sie ist nicht negativ, aber also der ne Erwartungswert ist nicht negativ, aber zumindest mal nimmt die Profitabilität hier mit kleiner werdender Open Range eben tatsächlich ab. Und deswegen diesen Filter mit reingeschoben für diese Rangebreite von 0,2%, wo man dann einfach sagt, wenn diese Rangebreite nicht gegeben ist, dann sollte man von einem Trading Setup tatsächlich für den Tag jeweils oder für den Tag absehen. Und das ist genau das, was jetzt hier an dieser Stelle im Grunde genommen passiert. Das ist natürlich, auf der einen Seite ist das jetzt langweilig oder langweilig oder wird ungünstig für so ein, für so ein Event hier. Auf der Kehrseite ist es aber auch so, dass das eben Trading ist und es eben darum geht, dann dieses eingeschliffene Regelwerk, was einen positiven Erwartungswert hat, auch konsequent umzusetzen. Und wenn dieses Regelwerk einfach nicht erfüllt ist, dann gibt es eben schlichtweg keinen Trade. So, und das ist eben genau das, was jetzt an dieser Stelle eben hier passiert. Ist das groß überraschend? Ehrlich gesprochen ist es das nicht. Mit Ausblick auf eben die, mit Ausblick auf die, auf das Osterwochenende. Wir haben schon letzten Tage verhältnismäßig unspektakulären Handel gesehen. Gestern gab es da mal einen Schub auf der Oberseite. Also im Grunde genommen war das eine Impulskerze, die hier diese Bewegung auf den Weg gebracht hat. Wir haben einen relativ unspektakulären Handel rund um die Öffnung gesehen. Oder nee, Verzeihung, nicht um die Eröffnung, also zwischen 8 und 9, da ist nicht besonders viel passiert. Dann kam eben zwischen 9 und 10, das ist jetzt hier eine Stundenbetrachtung, kam ein Schub auf der Oberseite. Ich hatte gestern auch schon im Morning Meeting gesagt, es fällt mir relativ schwer, dort einen potenziellen Grund für auszumachen, weil alle Gründe, die man dort dann hat, in irgendeiner Form in den Medien lesen können oder sonst dergleichen, waren halt in meinen Augen jedenfalls unzureichend. Also einerseits wurde mal argumentiert, dann hieß es, naja, das hat damit zu tun, dass eben sich jetzt die USA und China bezüglich eines Deals annähern, also eines Trade-Deals, dass es dort zu einer Annäherung kommt. Das ist insofern halt ein schwieriges Argument, als dass diese Annäherung schon gefühlt seit Monaten stattfindet. Also zumindest, wenn man den diversen Tweets des US-Präsidenten Trump folgt. Und auch beispielsweise seinem Chief Economic Advisor Kudlow zum Beispiel. Ich glaube, Mnuchin hat sich auch mal in dem Zusammenhang geäußert. Also das heißt, also ehrlich gesprochen ist das schwierig als möglicher Trigger auszumachen. Alternativ hierzu hätte man gestern vielleicht auch thematisieren können, die Verlängerung der Brexit-Deadline, die allerdings jetzt auch schon längere Zeit eigentlich ein Thema ist. Das heißt also etwas anders formuliert, dass man jetzt nicht damit rechnen sollte, dass es zu einem harten Brexit eben tatsächlich kommt. So, und dann wird es auch schon relativ dünn mit den möglichen potenziellen Triggern für die Bewegung auf der Oberseite, für den Schub gestern. Unterm Strich bleibt, so habe ich es dann im Morning Meeting gestern zusammengefasst, dass es wahrscheinlich einfach nichts weiter war als eine Imbalance im Orderbuch und das einfach ein dünnes Marktumfeld, in dem wir uns aktuell gerade bewegen, relativ evolatives, also ein schwankungsarmes Marktumfeld, das dort einfach eben wenn man das mal hier sich anschaut, ich fahre mal ganz kurz zurück. Kann man auch erkennen, wenn man ein bisschen reinzoomt, rauszoomt, Verzeihung, wenn man ein bisschen rauszoomt, kann man noch ein bisschen weiter rauszoomt,
kann man erkennen, dass der Bereich, in dem wir hier vorgestoßen waren, dass das auch dann eine Region wurde, wo man allerspätestens hat damit rechnen dürfen, dass eben tatsächlich Stops getriggert werden. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass die punktgenau gesetzt werden, dieses Stop-Level. Also sprich in dem Fall hier auf 12.000, das war so ungefähr der Bereich, 12.030, 12.035 Punkte ungefähr. Das heißt also, die bis dato Hochs, die markiert worden sind, Jahreshochs in der letzten Woche, sondern dass die einfach nochmal 30, 40 Punkte vielleicht höher gelegt werden. Und da sind wir dann hier, als wir reingekommen sind in den Handel, das war jetzt weniger eigentlich direkt um 8 Uhr, als schon bereits in der Vorbörse, also der Future DAX, der öffnet ja mittlerweile um 2 Uhr nachts. Nichtsdestotrotz ist es eben so, es sieht danach aus, als wenn wir eben dieses Niveau noch nicht so wirklich getriggert hatten. Also wir lagen knapp drunter, wenn man ungefähr um die 20, 25 Punkte oberhalb dieser Hochs bis dato getradet haben. Und dann kam einfach mal ein kleiner Push, der uns genau über diese Schwelle mehr oder minder gehievt hat und die dann eben so einen kleinen, ja, in dem Fall Nachfrageüberhang in den Markt gegeben hat, der dann eben diesen Schub initiiert hat, der uns innerhalb kürzester Zeit über das 12.100er Level gehievt hat. Und das ist sich allerdings hier in diesem Fall offensichtlich nur um eine kurze Imbalance gehandelt hat, die dann relativ schnell wieder abgefangen wurde. Das zeigt sich im weiteren Handelsverlauf, wenn man eben dann hier mal schaut, dass wir uns über den gesamten Handelstag dann auf hohem Niveau konsolidiert haben. Also da war einerseits genügend Nachfrage im Markt seitens jener Marktteilnehmer vermutlich, die darauf spekuliert haben, dass sich diese sogenannte Squeeze-Bewegung fortsetzt. Und dann auf der Kehrseite gab es aber auch wiederum genügend Leute, die hier den Markt eventuell auf aus seinem fairen Bewertungsniveau oder auf ein nicht faires Bewertungsniveau gehievt gesehen haben. Und das hat sich über den gesamten Handelstag mehr oder minder ausgeglichen. Also so würde ich jetzt mal die Price Action tatsächlich interpretieren, wird da gar keine Zusammenhänge mit irgendwelchen Fundamentaldaten sehen. Und ja, alles in allem ist es eben tatsächlich so, dass sich das wahrscheinlich auch fortsetzen dürfte. Dann eben jetzt über die kommenden Stunden in dem Fall intraday, beziehungsweise dass sich das dann auch nochmal über den morgigen Tag eben tatsächlich entsprechend weiter fortsetzt. Tatsächlich allerdings, also auch wenn ich ein grundsätzlich neutrales Bild für den DAX zeichne, aber mit einer grundsätzlich bullischen Tendenz. Und die resultiert an erster Stelle aus diesem saisonalen Fenster, welches wir jetzt hier gestern mit dem Schlusskurs im S&P um 22 Uhr, obwohl wir können auch ein bisschen später noch gehen, aber das spielt keine so große Rolle, weil die Vola jetzt nicht so riesig war. Mit dem Schlusskurs gestern, 22 Uhr, als die Wall Street zugemacht hat, sind wir in ein saisonales Fenster eingetreten, welches gilt bis jetzt kommende Woche, in dem Fall Dienstag. Also das heißt, Ostermontag wird an der Wall Street meines Wissens nach gehandelt. Das ist hier in Deutschland ein Feiertag, aber in den USA wird gehandelt, so ähnlich wie auch der 26.12. dem DAX geschlossen ist, aber der S&P gehandelt wird. Und Dienstag dennoch ist dann das Ende dieses saisonalen Musters. Und in den letzten 21 Jahren ist es in diesem Intervall vom 16.04. bis zum 23.04. In den letzten 21 Jahren 16 Mal, also das heißt in 76% der Fälle ungefähr, dazu gekommen, dass der S&P zugelegt hat. Und da mit einem durchschnittlichen Gewinn von 24,1 Punkt gegen einen durchschnittlichen Verlust, also die 5 Male, die es nicht aufgegangen ist, das Muster von 10,85 Punkten, wobei der maximale Drawdown bei 26,5 Punkten lag. Also das maximale Drawdown ist gleichzusetzen mit der maximale Verlust, der hier entstanden ist in einem von diesen 5 Fällen. Und das, was eben jetzt in dem Zusammenhang für den DAX da relevant ist, ist die Tatsache, dass grundsätzlich auch mit Ausblick auf die weiter voranschreitende Manipulation des US-amerikanischen Aktienmarktes durch ganz besonders das Weiße Haus. Also ich bezeichne das wirklich ganz aggressiv als Manipulation, die da stattfindet. Nichts anderes ist es in meinen Augen. Wenn der US-Präsident Trump öffentlich eine eigentlich unabhängige Instanz wie die Fed jetzt über das letzte Wochenende wieder massiv meint, attackieren zu müssen dann über Twitter im Grunde genommen sagt, dass der Aktienmarkt, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Punkte im Falle des S&P und wie viele 1000 Punkte im Falle des Dow Jones höher notieren würde, wenn die Fed ihren Job adäquat gemacht hätte im letzten Jahr. Das Interessante an dieser, muss man ganz kurz übrigens schauen, ich bin mir ehrlich gesagt, wir können was anderes machen, ich habe eine Idee. Wir können uns das mal bei
Twitter ganz kurz anschauen. Ich habe nämlich gestern dann, interessanterweise, einen Tweet. Gesehen aus dem Jahr 2011, der gleich im Anschluss da na, magst du mir nicht? So. Der in krassem Widerspruch dazu steht. Also der Herr ist auch aus dieser Perspektive äußerst streitbar mittlerweile. Warum was denn? Ein Augenblick. Boeing. Tiger Woods. There we go. Also, das ist der Tweet vom Wochenende. If the Fed had done its job properly, stock market, also er referiert offensichtlich auf den Dow Jones, would have been up 5 to 10,000 additional points. GDP, also Bruttoinlandsprodukt, would have been well over 4% instead of 3, with almost no inflation. Quantitative tightening was a killer, should have done exact the opposite. Also das heißt, sie hätten eigentlich noch geldpolitisch weiter aufs Gaspedal treten sollen. Und jetzt kommt dieser Tweet, also das ist nochmal hier, 14. April 2019, vor 8 Jahren. Trump kann sich wahrscheinlich nicht, das ist ein viel beschäftigter Mann, ich meine, der ist US-Präsident, ja, da twittert er Folgendes, ah, nicht ganz, also es sind nicht 8 Jahre, es sind 7,5, es ist der 29.09.2011 gewesen. The Fed's reckless policies of low interest rate and flooding the market with dollars needs to be stopped or we will face record inflation. Also etwas anders formuliert, dass, also er macht sich die Welt gerade, wie sie ihm gefällt, ja, um es mal ein bisschen nett zu formulieren. Wahrscheinlich darf man nichts anderes von ihm erwarten, aber nichtsdestotrotz, worum es mir eigentlich tatsächlich bei dieser ganzen Geschichte geht, eigentlich könnte man es mittlerweile ignorieren, aber genau das ist das Problem. Wenn wir uns auf den S&P mal fokussieren und wenn wir uns das mal anschauen, was passiert ist nach den Turbulenzen im vierten Quartal 2019, diese massiven Abschläge. Wir haben im S&P von den damaligen Niveaus um 2940 Punkte ungefähr, haben wir bis hier, dann am Heiligabend war es, Abschläge gesehen, die uns bis 2390 Punkte ungefähr geführt haben. Das sind also in diesem Zusammenhang fast 20% gewesen, die der S&P hier korrigiert hat von seinen Hochs. Und der Grund für diese Gegenbewegung, auch in dieser Art und Weise, wie sie jetzt stattfindet, mit der erneut kollabierenden Volatilität, wie zeichnet sich diese zum Beispiel aus? Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Wir sind mittlerweile wieder seitens der Großspekulanten in Gefilde vorgestoßen, wenn es um die Short-Positionierung im Volatilitätsbereich geht, die uns extrem an die Extreme aus dem Jahr 2018, also letztes Jahr und hier besonders im Februar und dann kurz bevor es dann im Oktober zu diesem Crash kam, im Oktober eben erinnert. Und muss ein bisschen scrollen, aber hier sieht man es. Das ist eine Betrachtung des jüngsten COT-Reports, also des Commitment of Traders Reports, der hier aufgegriffen wird. Den gibt es in verschiedenen Darstellungsformen. Also es gibt auch die Möglichkeit, sich den über eine Webseite namens barchart.com anzuschauen. Da wird das ein bisschen anders aufbereitet. Worum es hier an dieser Stelle hauptsächlich geht, ist, dieser Chart zeigt, da ist der Text darunter zu finden, dass eben die Hedge Funds oder in dem Fall Großspekulanten im Commitment of Traders Report werden die als Big Specs oder Large Specs bezeichnet, also Large Speculators. Das sind diejenigen, welchen die trendfolgend agieren, sich positionieren. Die Net Shorts, also das heißt die Netto Short Position dieser Volatilitätshändler, also das bedeutet jene, die Volatilität verkauft haben, darauf spekulieren, dass es weiter ruhig am Markt bleibt, ist in der letzten Woche um weitere 16,2% gestiegen und befindet sich nur noch 10.200 Kontrakte unterhalb des Rekordhochs hier aus dem Oktober 2017. Und das ist das erste Mal seit letztem Jahr Oktober wiederum, also Oktober 2018, dass hier Cash goes sub 12 Intraday. Also das bedeutet, dass wir auf Intraday-Basis im VIX Wohlerstände, VIX-Stand kleiner 12 gesehen haben. Und man könnte jetzt in diesem Zusammenhang natürlich auch sagen, lernen die denn nichts? Also das heißt, wenn man doch diese starke Volatilität letztes Jahr im Februar gesehen hat oder auch letztes Jahr dann im vierten Quartal, das ist sich über Wochen, über
dann 3 Monate tatsächlich gezogen. Da hat man doch sicherlich festgestellt, dass das einiges an Schmerzen und Turbulenzen nach sich gezogen hat. Das hat einige Risk Parity Funds fast schon regelrecht zerrissen, muss man sagen, die eben Volatilität einerseits verkaufen und zeitgleich eben zu einer Positionierung Overweight Equities, also verstärkt Aktien long eben tendieren, um eine dann über Marktzinsniveau liegende Rendite eben zu erwirtschaften. Und wenn alle in denselben Trade strömen und dieser Trade dann crowded ist, sagt man, also das heißt eben so jeder den gleichen Trade macht, dann kommt es eben, sobald es zu einem Ungleichgewicht kommt oder zu Nervosität im Markt, kommt es einfach zu massiven Verkäufen einerseits in Equities und zeitgleich eben zu einer massiven Short-Squeeze in Volatilität. Also das heißt, die Netto-Short-Wohler sind oder die Short-positioniert sind im Volatilitätstrade, die wollen diese Wohler natürlich dann zurückkaufen, um sich gegen Schwankungen abzusichern. Und dann kommt natürlich die Frage auf, ja, lernen die nichts? Im Grunde genommen machen diese Marktteilnehmer nichts anderes, als eben tatsächlich dem Ruf an der Stelle der Fed zu folgen, beziehungsweise seitens des Weißen Hauses. Nun, in meinen Augen, im Vergleich zum vergangenen Jahr, mit einem dramatischen Unterschied, nochmal zurückkommen auf den Tweet von Donald Trump. Weil, als wir nämlich letztes Jahr hier dann diese, ich nenne sie jetzt mal Umkehr, zu sehen bekommen haben. Also sprich, dieser Trade sich begonnen hat umzudrehen und wir eben Wohler zurückgekauft haben und Equities dann stark verkauft worden sind, auch mit Sicherheit infolge der überraschenden, muss man schon sagen, Kommunikation seitens der Fed, dass man im Grunde genommen diese Reduktion der Anleihe Bilanz, die ja durch das QE-Programm seitens der Fed seit 2010 massiv aufgebläht wurde, auf über 4 Billionen US-Dollar, dass die auf Autopilot laufen würde. Da kam es eben dann zu einigen Abschlägen, denen man ja dahingehend dann, worauf man dahingehend reagiert hat, dass man seitens Donald Trump begonnen hat, die Fed öffentlich massiv zu attackieren und eben dieses sogenannte Quantitative Tightening, also die Rückführung dieser Fed-Bilanz, eben als Fehler zu bezeichnen und Druck auszuüben, dass das geändert wird. Und ergänzend dazu kam zum Beispiel auch der US-Finanzminister Mnuchin, der die Plunge Protection ins Spiel gebracht hat. Und beide Komponenten sind an einer Stelle, oder beide Joker, so nenne ich sie mal, sind gezogen worden, also politische Interventionen und dann auch Plunge Protection. Ich betrachte das mal separat voneinander, auch wenn das eigentlich relativ stark verwoben miteinander ist. Die sind gezogen worden eigentlich in einem Umfeld, wo bis dato nur der Tatsache Tribut gezollt wurde, dass man eben einen sehr, sehr einseitigen Trade gesehen hat, der sich eben aufgelöst hat. Wirkliche Turbulenz, Liquiditätsengpässe, so wie zum Beispiel von Mnuchin thematisiert, der ja die Wall Street CEOs angerufen hat, die 6 größten Wall Street Banken, um eben sich zu vergewissern, dass genügend Liquidität für weiter voranschreitende Turbulenzen vorhanden ist und dergleichen. Also im Grunde genommen, der hat gesagt, seid ihr auf einen Großbrand vorbereitet? Und daraufhin war im Grunde genommen die Reaktion des Marktes, wenn man sich dann hier so diese Abschläge dann anschaut, war so im Grunde genommen die Frage, wer hat denn gesagt, dass es brennt? Ja, und genau diese Joker, die gezogen worden sind, in Ergänzung dann auch einer einlenkenden Fed ab Anfang des Jahres eigentlich schon. Wir erinnern uns dran, am 4. Januar, da war Tag der Non-Farm Payrolls, die sehr, sehr stark veröffentlicht worden sind. Aber ergänzend dazu hat sich auch Jay Powell, der Fed-Chairman, geäußert, nämlich, dass man auf jeden Fall mit einem Ohr an der Wall Street lauschen wird und ganz genau aufpassen wird, wie sich eben der Markt entsprechend positioniert und dann auch in der Lage ist, flexibel zu reagieren. Man hat im Grunde genommen dann im übertragenen Sinne, das ist dann in den Folgewochen klar geworden, den sogenannten Fed-Put wieder reinstalliert. Und das ist jetzt in einem Umfeld passiert, das sorgt erstmal dafür, dass wir im Grunde genommen in den ersten Monaten einen der stärksten Anstiege gesehen haben, historisch, zurückgehen bis ins Jahr 1950, was wir hier haben, dieser Kursanstieg zum Beispiel, da lassen sich diverse Statistiken ins Feld führen, zum Beispiel, wenn der S&P in den ersten 3 Monaten des Jahres 10% zugelegt hat, dann sind wir, und jetzt wird es ein bisschen dünn, ich muss mal kurz, einen Moment, ich schaue mal eben, dass ich die Statistiken jetzt genau richtig korrekt zurückhole. Einen Augenblick. Die ersten 3 Monate 2012, genau, 10 Mal. Seit 1950 ist es 10 Mal passiert, dass wir mehr als 10% zugelegt haben und in 9 von 10 Fällen
sind wir dann am Ende des Jahres ebenfalls fester gewesen. Also das heißt, wir konnten diese Aufschläge nicht nur verteidigen, sondern wir haben nun sogar noch weitere Aufschläge gesehen, die im Zusammenhang hier mit dem S&P darauf hindeuten würden, wir würden über 3000 Punkte gehen. Das einzige Mal in diesen 10 Fällen, wo das nicht funktioniert hat, war 1987. Also rein statistisch zum Beispiel haben wir hier grundsätzlich sehr, sehr starke, sehr, sehr gute Vorgaben. Was allerdings diese Statistik natürlich nicht berücksichtigt, ist die Tatsache, dass im Grunde genommen seitens sowohl der Trump Administration als auch seitens der Fed im Großen und Ganzen alle Register gezogen worden sind bereits. Und das heißt, etwas anders formuliert, sollte solche Turbulenzen nochmal auftreten, dann wird man relativ zügig, meiner Meinung nach, davon gehe ich fester aus, feststellen dürfen, dass sich der Markt nicht beruhigen lassen wird durch irgendwelche Interventionen seitens der Fed. Das Einzige, was man vielleicht schafft, ist durch zum Beispiel einen Launch von QE4 oder sowas, dass man das vielleicht schafft, für eine sogenannte Segelzahnstruktur zu sorgen. Also sprich, man sieht dann hier massive Abschläge und zeitgleich innerhalb kürzester Zeit einen scharfen Anstieg wieder. Aber solche Effekte, also solche scharfen Korrekturbewegungen, die dürfen relativ zügig wieder abverkauft werden, eben weil das Bild fundamental Aktien-Long-Engagements kaum noch rechtfertigt. Wir haben mittlerweile ja auch zum Beispiel Statistiken gesehen, ich habe die gerade eben hier aus dem Augenwinkel gesehen, da müssen wir gar nicht lange scrollen, und zwar jene hier zum Beispiel. Ich habe dazu noch mal tatsächlich imposantere von der Deutschen Bank Grafik, aber wir wollen uns mal auf die hier konzentrieren. Und zwar zeigt die im Grunde genommen den Anteil von Aktienrückkaufprogrammen hier im Vergleich dort zu anderen Nachfragern, Käufern im US-amerikanischen Aktienbereich seit 2014. Und was man hier eben tatsächlich sehen kann, ist, dass diese Aktienrückkaufprogramme mit Abstand der stärkste Treiber hier für die Aktienkursentwicklung auf der Oberseite waren. Also das heißt, es wird nicht getrieben durch einen prosperierenden Wirtschaftsausblick zum Beispiel und dass die Menschen fundamental eine sehr, sehr positive Einschätzung bezüglich der USA haben. Ganz im Gegenteil. Also die Invertierung der Zinsstrukturkurve 2- und 10-jährige US-Papiere zum Beispiel deutet weiterhin verstärkt darauf hin, dass wir früher oder später in eine Rezession abdriften werden. Das heißt nicht, und das hat euch vergangen auch gezeigt, dass wir sofort einen Kollaps in Aktienkursen sehen, sondern es kann durchaus sein, dass wir uns auf hohem Niveau stabilisieren, sogar noch höhere Hochs markieren. Aber desto höher wir letzt streben, desto höher wird die Fallhöhe sein, aus der wir dann früher oder später mal den Rücksetzer sehen. Und wie gesagt, in Verbindung eben mit dieser Rhetorik, die das Weiße Haus anschlägt, dieses U-Turn, so nenne ich es mal, seitens der Fed, dieses Ruder rumreißens im Großen und Ganzen, sind im Grunde genommen ist vieles des Potenzials oder vieles des Pulvers verschossen, welches in der Lage wäre, in Zeiten dann eines starken Anstiegs der Volatilität und eines scharfen Rücksetzers in Aktien eben tatsächlich dafür Sorge zu tragen, dass es hier zu einer Stabilisierung früher oder später eben tatsächlich kommt. Wie gesagt, ganz besonders dann, wenn sich herauskristallisiert auch, dass vielleicht diese Aktienrückkaufprogramme der einzige Treiber eben tatsächlich waren, der in der Lage war, im Grunde genommen diese Aufwärtsbewegung eben in Verbindung mit dem billigen Geld der Fed aufrechtzuerhalten, diese Bewegung eben auf den Weg zu bringen. Ergänzend hierzu sei auch nochmal erwähnt, die Grafik der Deutschen ist tatsächlich noch ein bisschen anders, fällt mir gerade auf. Die Grafik der Deutschen, die fällt fest oder greift auf, dass die Steuererleichterung, die Trump in 2017 für US-Unternehmen auf den Weg gebracht hat, dass dieses Geld oder dieses mehr zur Verfügung stehende Kapital ganz im Gegenteil nicht dazu genutzt wurde, Arbeitsplätze zu schaffen oder Produktionsstätten zu sanieren oder weitere neue Produktionsstätten zu gründen, sondern das wurde tatsächlich primär für Aktienrückkaufprogramme eben genutzt, um die Aktienkurse zu pampern und weiter eben auf der Oberseite Performance zu liefern, das Management noch ein bisschen ein Stück weit zu machen. Das Problem an der ganzen Konstellation, also nicht, dass es früher schon mal anders war, das habe ich jetzt die letzten Tage auch diverse Male gesagt oder dass ich jetzt schockiert darüber bin, aber das Problem wird sein, dass besonders mit Ausblick auf eine sich abzeichnende Rezession früher oder später, das sich sicherlich rächen wird, denn dann ist man für solch einen Economic Downturn oder für solch einen ökonomischen Absprung ist man eben nicht ausreichend meiner Meinung nach eben tatsächlich gut vorbereitet. So, ich lese gerade, Horst stellt die Frage, wie sieht es denn jetzt aus hier? Wird jetzt hier mal getradet? Ja, können wir machen. Also, wie hättest du es gerne? Was wollen wir machen? Long oder Short? Welches Asset hättest du gerne? Ich hatte das gerade schon initial hier gesagt. Der Grund, warum wir nichts machen, liegt damit
Ich hole noch mal ganz kurz hier. Zack. Dieses Bild auf den Schirm. Das hat damit zu tun, dass es keine Möglichkeit gibt, einen Trade einzugehen, ausgehend von dem von dem Marktumfeld. Also es gibt ein ganz klar formuliertes Setup. Und dieses klar formulierte Setup hat einen Filter, nämlich, dass die Open Range mindestens 0,2%, also 0,002 oder 0,2% eben vom Indexstand des DAX sein muss, damit wir einen Trade auf den Weg bringen. Das bedeutet bei einem DAX-Indexstand von 12.100 Punkten 24,2 Punkte Open Range. Wir haben heute dort, das können wir an diesen zwei rotfarbenen horizontalen Linien sehen, eine Open Range von 20,75 Punkten. Und das ist eben tatsächlich dann an dieser Stelle so, dass kein Trade gemacht werden kann. Also ich würde lieben gerne, also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie jetzt davor scheue, hier einen Trade abzudrücken, aber ich kann aber nicht, weil das Regelwerk an dieser Stelle nicht erfüllt ist und ganz zu schweigen eben auch von dieser Tatsache, dass wir hier dieser Konstellation jetzt nicht gerade unbedingt von einem attraktiven Marktumfeld eben tatsächlich sprechen und oder sprechen sollten. Also es zeigt alleine, glaube ich, diese Struktur. Was man natürlich machen könnte, wäre, wir könnten ein theoretisches Szenario formulieren, wonach dann eben tatsächlich gesagt wird, gut, wenn wir jetzt zum Beispiel jenen Bereich, der sich gestern hier ausgebildet hat, nachdem wir dann diesen kurzen Impuls frühs gesehen haben, unter 12.070, 12.080 Punkte, oder auf der Unterseite diesen Bereich ausgebildet haben, wenn wir da drunter rutschen würden, dann wäre denkbar, dass weiteres Momentum aufkommt, was uns vielleicht sogar nochmal in die Quelle zurück bis 12.000 Punkte führt. Aber die Wahrscheinlichkeit mit Ausblick auf das verlängerte Osterwochenende, dass es zu solch einer Bewegung kommt, scheint derzeit zumindest nicht besonders groß zu sein. Und ja, demnach würden wir an dieser Stelle dann vom Trade eben tatsächlich absehen müssen, sollen, sollten wir tun, was an der Stelle eben aber tatsächlich auch eben entsprechend Trading ist. Nichtsdestotrotz, ich hatte das gerade ja hier gezeigt, kommen wir einfach mal zurück zum S&P. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Setup, welches man traden könnte. Wie könnte man das handeln? Das wäre längerfristiger Gedanke, der wäre jetzt nicht für den heutigen Tag ausgelegt, sondern dann für die nächsten 7 Tage über Ostern hinweg. Da wäre dann die folgende Idee, dass man sich zum aktuellen Kursniveau, und wir bewegen uns immer noch im Bereich um den Schlusskurs von gestern, also wenn wir hier auf die Kürze von gestern gehen, so, dann sind wir bei 2890. Moment, ist das richtig? Close. Nee, Verzeihung, ich bin jetzt gerade, nein, ich muss da oben gucken. Ich bin jetzt gerade hier ausgehend von dem Fadenkreuz gegangen. Ich hatte mich jetzt gerade gewundert. 2.910 dürfte es gewesen sein. 910, 72, ja, kommt das hin? Das ist ziemlich genau derselbe Kurs, wo wir gestern geschlossen haben, wo wir aktuell handeln. Also das heißt, dieses Setup wäre jetzt folgendes, nämlich dass man sagt, man geht zum aktuellen Kurs long. Und spekuliert darauf, dass wir jetzt vermutlich dann in den kommenden 7 Tagen uns tatsächlich aufschwingen in Richtung Allzeithoch, und vielleicht sogar über dieses bewegen. Also der durchschnittliche Gewinn, der reicht nicht ganz bis zum Allzeithoch, sondern sind nur 24 Punkte. Aber ich würde, das hatte ich gestern auch schon mal gesagt, ich würde davon ausgehen, dass das eine Art magnetische Wirkung eben tatsächlich hat. Und jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, okay, dann sind wir long, wir haben ein klar formuliertes Ziel auf der Oberseite, wie setzen wir unseren Stop? Es gibt dann diverse Möglichkeiten, den Stop zu definieren. Also zum Beispiel liegt es wie folgt, wir könnten den durchschnittlichen Verlust nehmen von 10,85 Punkten. Das Problem daran ist, es ist ein rein statistischer Stop und gefühlt zu eng. Also zumindest mal, wir haben zwar eine niedrige Vola, aber nichtsdestotrotz ist das ein Stop-Niveau, welches ich doch ein bisschen arg stark im Marktrauschen eben tatsächlich sehe. Das heißt also 10,85 Punkte Stop scheint ein bisschen zu eng zu sein. Wir könnten einen Stop setzen, ausgehend vom maximalen Drawdown über 26,5 Punkte vom derzeitigen Niveau. Das passt meiner Meinung nach schon verhältnismäßig gut, wenn man sich die durchschnittliche Schwankungsbreite hier der letzten Handelstage anguckt, also ganz besonders der letzten 10 Tage beziehungsweise letzten 20 Tage. Dann sehen wir, dass wir auf die letzten 10 Tage eine Schwankungsbreite von 17,8 Punkten hatten und eine von den letzten 20 Tagen bei 25,3 Punkten. Das heißt also, wir liegen in beiden Fällen mit 26,5 Punkten drüber. Problem an solch einer Stopweite ist natürlich, dass
dass wir, wenn wir nur auf einen durchschnittlichen Gewinn von 24 Punkten gehen, dass wir dann natürlich hier in dieser Konstellation ein Chance-Risiko-Verhältnis haben, welches um 1, sogar ein bisschen kleiner 1:1 liegt. Das wird allerdings dahingehend kompensiert, dass wir eine verhältnismäßig hohe Trefferquote bei diesem Setup, bei diesem saisonalen Muster eben tatsächlich haben und in diesem Zusammenhang dann trotzdem einen positiven Erwartungswert generieren würden. Meine Stop-Weite würde wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 bis 25 Punkten liegen, wahrscheinlich bei ungefähr bei 22 Punkten. Damit hätte ich gewährleistet, dass mein CRV einerseits leicht besser 1:1 wäre und zeitgleich mein Stop aber sinnvoll weit weg wäre, ausgehend von zum einen den historischen, den statistischen Aspekten hier, aber eben auch der derzeitigen Volatilität. Also das wäre dann in diesem Zusammenhang ein Setup, was man zum Beispiel für den S&P ein bisschen in einer größeren Zeitebene formulieren könnte. So, das wäre also eine Überlegung für den S&P. Parallel dazu, was natürlich auch durchaus Interesse hervorrufen dürfte, ist die aktuelle technische Konstellation, ganz besonders in Gold. Ich hatte ja lange Zeit eigentlich, das muss ich auch ganz offen zugestehen, und ich bin immer noch überrascht, ehrlich gesprochen, bezüglich der verhältnismäßig schwachen Vorstellung, die uns Gold hier aktuell präsentiert. Aber also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir hier gestern mit dem Unterschreiten, mit dem Anlaufen der und auch dem Bruch eigentlich dort der Nackenlinie im Tageschart in Gold ein klar bärisches Signal generiert haben, welches weiteres Abwärtspotenzial bereithält, was uns bis in die Gefilde um 1240 US-Dollar pro Feinunze eben tatsächlich formulieren können. Wie komme ich da drauf? Das will ich ganz kurz hier zeigen. Und zwar mache ich dazu Folgendes. Ich nehme die Nackenlinie. Also das ist natürlich nur eine grobe Projektion. Aber nichtsdestotrotz eine, die durchaus hilfreich sein kann. Und zwar nehme ich dann den Kopf dieser Formation. Vielleicht sollte ich auch mal ganz kurz drüber schreiben, wo ich die Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehe. Das will ich auch aus einem ganz bestimmten Grund tun. Ungelogen, ich habe mal einen Vortrag gehalten und da ging es auch um charttechnische Konstellation. Und ich fragte die Teilnehmer an diesem Vortrag, wo sie denn eine Schulter-Kopf-Schulter sehen. Und für mich war das relativ offensichtlich, weil ich hatte nämlich genau vorher eine formuliert gehabt oder für mich natürlich in jenem Chart identifiziert gehabt. Und dann gingen wirklich 5 Hände hoch und dachte mir, die sehen alle die gleiche. Und dann haben wir tatsächlich von diesen 5 Leuten, haben mir alle eine andere gezeigt, wo man auch eine sehen könnte. Also deswegen macht es da durchaus immer Sinn, diese auch relativ klar hier zu definieren und dann auch, wie ich dann auf dieses projizierte Kursziel komme, um 1240 und ein bisschen tiefer auch. Und zwar mache ich dazu Folgendes, ich nehme vom Kopf einfach, ich will einen Lot vom Kopf dieser Formation auf die Nackenlinie. Ja, dann landen wir hier, also Lotfällen bedeutet, dass ich auf diese Linie dann eben einen rechten Winkel produziere und dann setze ich das an den jeweiligen Breakout eben entsprechend dran. Das ist eine Möglichkeit, um eben dort eine Projektion, ein Kursziel zu projizieren. Und dann landen wir eben nicht nur im Bereich um 240, sondern auch nochmal ein Stück weit vielleicht darunter, um den 220er Bereich. Das wäre auch charttechnisch für mich ein Bereich, den ich auch als mögliches Kursziel unabhängig jetzt von diesem projizierten, von dieser projizierten SKS oder dieser Kursprojektion eben gesehen hätte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ließe sich das in irgendeiner Weise traden? Meine Idee wäre, wir betrachten hier den Daily, wir würden versuchen, den Einstieg auf einer vom Daily dominierten Zeitebene, durch den Daily dominierten Zeitebene, ist eventuell beides das Gleiche. Auf jeden Fall, wir würden versuchen, jetzt auf einer untergeordneten Zeitebene unseren Einstieg irgendwie in irgendeiner Form zu optimieren nach dem gestrigen Kursverlauf. Das ignoriere man bitte jetzt hier ganz kurz. Also das ist dem Daily empfunden. Wir gehen gleich wieder zurück. Wir haben auf der Stunde, das ist jetzt ein Stundenchart. Ich bin jetzt vom Tag auf die Stunde gegangen. Moment mal. Nee. War großartig. Okay, also es bleibt auf jeden Fall die Stunde. Wir sehen hier eine Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs. Die ist gestern eben fortgeschrieben worden mit diesem Push dann im Nachmittag, das war so gegen 14 Uhr ungefähr, wo wir dann unter die 1280 gelaufen sind. Dieser Bereich fungiert meiner Meinung nach jetzt als interessanter Einstiegsbereich. 282 ist es ungefähr, jene Tiefs, gegen die ich Gold verkaufen würde. Also das heißt, das Setup wäre dann,
Ich schreibe das gleich auch mal auf. So. Das Setup wäre dann an dieser Stelle. Den nehme ich jetzt mal raus hier, den DAX. Ja, Gold Short. Moment. Gold, ich nenne das mal SKS Short. Ausgehend von der Schulterkopf-Schulter-Formation. Dann wäre das ein Entry Short. 1282. Stop, den definieren wir gleich. Dann werde ich gleich auch zeigen, wo die Formation kaputt wäre. Das Ziel, wir legen es mal zwischen 240 und 220. Also ich hatte gesagt, mein Ziel läge ein bisschen konservativer, weil näher hier im Bereich um die 240. Das projizierte Ziel, ausgehend von dieser Formation, liegt ungefähr um 220. Bietet sich wahrscheinlich an, zu einer Chance-Risiko-Verhältnis-Bestimmung mit einem Ziel in der Mitte dann zu arbeiten. Und dann landen wir zwischen 2,20 und 2,40 offensichtlich bei 2,30. Das heißt also, die potenzielle Chance liegt dann, vielleicht sollte ich das nochmal ganz kurz auch für eine Einheit versehen, so, USD, dann liegt die Chance bei 52 USD. Und jetzt allerdings die Frage nach dem Stop. Wo wäre ein sinnvolles Stop-Level? Wo wäre die Formation nicht mehr aktiv? Ich denke, dass das hier in diesem Moment der Fall wäre, wenn wir zurück über 3,12 laufen. Wir könnten auch eigentlich die andere Schulter nehmen, also die andere Schulter nicht im Moment, sondern die Ursprungsschulter, ja, die diese Formation hält. Das wäre dann der Bereich um 3,25 ungefähr. Ich denke aber, dass soweit der Stop nicht weggesetzt werden müsste, ausgehend von der Tatsache, dass eine Rückeroberung dieses Bereichs um 3,10 wäre es dann hier, diese Formation schon kaputt machen würde und zeigen würde, dass eben nach kurzem Unterschreiten dieses wichtigen Unterstützungsniveaus um 2,75, 2,77 an dieser Stelle eben diese Abwärtsdynamik in der Form, wie man sie jetzt erwarten würde, schlichtweg einfach nicht mehr gegeben wäre. Und demnach würde ich dann an dieser Stelle mit einem Stop arbeiten bei 1310 USD und hätte damit ein Risiko von 28 USD. So, und dann ergibt sich offensichtlich, wenn wir unsere Chance ins Verhältnis setzen zum Risiko, ein Chance-Risiko-Verhältnis oder kurz CRV von 52 zu 28 gleich 1, machen wir es ganz genau, ich würde jetzt aber sagen 1,8 zu 1 wird es wahrscheinlich sein. 52 durch 28. 1,857. Okay, dann machen wir 1,85, so zu 1. Das wäre auch ein mögliches Setup, was man dann in dem Fall für Gold formulieren könnte, was auch ein bisschen längerfristig eben tatsächlich ausgelegt ist. Da ja, fokussieren wir uns eben auf diese SKS, rein charttechnische Betrachtung eben an dieser Stelle. Und ja, das dann in dem Zusammenhang. Was ich jetzt ehrlich gesprochen viel interessanter, ehrlich gesagt, finde, ist, welche Auswirkungen könnte das generell auf den US-Dollar haben? Denn wir wissen ja um die negative Korrelation, die klassische negative Korrelation des Goldpreises zum US-Dollar. Also sprich, wenn der eine steigt, sollte der andere fallen, oder wenn der eine fällt, dann sollte der andere steigen. Heißt im Falle jetzt von Gold, wenn Gold ein derart bärisches Szenario hier konzipiert, dann müsste man grundsätzlich eigentlich ein bullisches Szenario für den Euro formulieren müssen. Oder beziehungsweise für den Euro-US-Dollar. Nee, Moment, Verzeihung, andersrum, für den US-Dollar. Nochmal langsam. Ich fange nochmal vorne an. Also, wenn der Goldpreis hier davor steht, eine schärfere Abwärtsbewegung zu sehen, sollten wir für den US-Dollar erwarten, dass dieser steigt. Und das wiederum hieße ja im Umkehrschluss, dass der Euro-US-Dollar zum Beispiel eine erneute massive Chance sieht, eine Attacke auf die 1,12 zu fahren, zum Beispiel auf diese betrachtete Range, die wir jetzt auch schon seit einiger Zeit immer mal wieder aufgegriffen haben. Überraschenderweise ist das ganz und gar nicht der Fall, sondern der Euro zum Beispiel, auch wenn sich die Volatilität hier sicherlich in Grenzen hält, aber der Euro strebt schon wieder, möchte man sagen, in Richtung seiner Vorwochenhochs bis in den Bereich um 1,1330. Und es sieht nicht danach aus, als wenn wir jetzt hier vor einem schärferen Push tatsächlich auf der Unterseite eben tatsächlich stehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mit dieser Konstellation im Euro aktuell
überhaupt nichts anfangen. Also das Bild, was hier gezeichnet wird, das macht für mich keinen Sinn. Also nicht, dass Börse Sinn ergeben müsste. Euro bleibt im Großen und Ganzen auch tradingtechnisch eigentlich unattraktiv. Also man müsste sich diese Mühe, glaube ich, gar nicht machen, wenn man sich die unglaublich niedrige Volatilität in diesem Währungspaar aktuell anschaut und auch die nicht wirklich attraktiven Gegebenheiten. Aber wenn man eine Seite Intraday sich besonders herauspicken würde, dann müsste man ausgehend von der Price Action die Long-Seite favorisieren im Euro. Und das missfällt mir, ehrlich gesprochen, massiv. Zum einen vor dem Hintergrund des Bildes, was wir gerade für Gold gezeichnet haben, was eigentlich den US-Dollar wesentlich stärker sieht. Zum anderen aber beispielsweise auch, weil gestern etwas kommuniziert wurde, was im Großen und Ganzen jetzt eigentlich keine so große Überraschung darstellte. Allerdings im Zusammenhang mit der Notenbank, die sich hier geäußert hat, ein bisschen Anlass zur Sorge gibt, um es mal nett zu formulieren. Es gibt eine Quelle gestern, die sich geäußert hat, also wir wissen nicht genau, wer es war, aber die Quelle hat gesagt, dass eben diverse EZB-Entscheidungsträger, ECB-Policymakers, Zweifel an den Projektionen für das Wachstum oder beziehungsweise die Gegenbewegung im Wirtschaftswachstum in der Eurozone für die zweite Hälfte 2019 angemeldet haben und einige sogar die Genauigkeit der Forecasting Models, also das heißt dieser Modelle, die seitens der EZB genutzt werden, um ökonomische Projektionen vorzunehmen, dass diese eben in Frage gestellt werden. Das Interessante an dieser Aussage von gestern ist, dass ich schon letzte Woche nach der EZB genau das gesagt hatte. Also, dass ich ja ehrlich gesprochen Zweifel anmelden möchte, ob man wirklich noch Vertrauen in die EZB und auch in deren Fähigkeit, die wirtschaftlichen Entwicklungen in der Eurozone zu analysieren und auch zu projizieren, ob die überhaupt noch besteht. Denn Mario Draghi hat letzte Woche auf der EZB-Sitzung dann auch durch einige Aussagen brilliert, die schon überraschend waren, nach den Ankündigungen schon auf der Zinsentscheidung im März, dass diese sogenannten Tiltros, also das heißt, diese neu angeschlagen, erneut auf den Weg gebrachten, zweckgebundenen Liquiditätsspritzen für Banken, also sprich die zur Verfügungstellung günstiger Liquidität, um eben den privaten Sektor mit Krediten zu versorgen, dass die überhaupt eine Verbesserung auf den Weg bringen. Just gestern, nicht gestern, sondern am Tag der EZB, letzte Woche Mittwoch, also vor einer Woche, ist morgens vor der EZB-Entscheidung in der Financial Times zum Beispiel ein Artikel erschienen, der mal die Effektivität dieser Tiltros gemessen hat. Und was sich zeigt, ist genau das, was zum Beispiel auch ein ehemaliger griechischer Finanzminister namens Varoufakis mathematisiert hat, sich auf den Keynesianismus an dieser Stelle zu verlassen, ist keine gute Idee, denn das, woran es hier scheitert, warum diese günstige Liquidität in der Eurozone einfach keine positiven Effekte, sei es jetzt in Hinsicht auf die Kreditnachfrage zum Beispiel, sei es in Hinsicht auf die Inflationsentwicklung und dergleichen, in der Lage ist, auf den Weg zu bringen, hat damit zu tun, dass einfach keine Nachfrage besteht. Es ist kein Vertrauen in das Gesamtsystem gegeben. Es ist kein Vertrauen in die Politik gegeben. Es ist kein Vertrauen in die Wirtschaftsaussicht zum Beispiel gegeben. Da kannst du das Geld noch so billig machen. Wenn die Menschen nicht vertrauen, dann wird dieses billige Geld, auch wenn es eigentlich rational nachvollziehbar wäre, wird das nicht nachgefragt. Und da an dieser Stelle kommt dann eben ganz wesentlicher Aspekt und ein Kritikpunkt, der ja an der keynesianischen Politik, Wirtschaftspolitik eben immer gemacht wird. Er ist sehr modelllastig und er löst sich im Grunde genommen komplett von dem Mensch, also von dem von zum Beispiel kognitiven Verzerrungen, von menschlichen Emotionen, wie zum Beispiel Vertrauen. Und jetzt ist es in dem Zusammenhang eben so, dass diese Tiltros vorher keinen positiven Effekt gehabt haben, kommen wir zurück zu Draghi in letzter Woche, sondern dass eben auch jetzt erwartet werden darf, dass mit dieser neuen Tranche Tiltros keine positiven realwirtschaftlichen Effekte für die Eurozone auf den Weg gebracht werden. Draghi sagte ja, man müsste erstmal abwarten. Ja, eigentlich muss man nicht abwarten, ja, sondern man kann jetzt schon sehen oder man kann jetzt schon ahnen, dass das nicht funktionieren wird. Das ist einfach nur wieder eine Geldschleuse, die aufgemacht wird, um irgendwie den bereits totscheinenden Patienten irgendwie künstlich am Leben zu halten. Das Gleiche galt dann auch im Zusammenhang mit einer Äußerung hinsichtlich negativer Zinsen. Da wurde er gefragt, wie man denn dort dann die negativen Effekte der, Entschuldigung,
ja, negativen Effekte der Negativzinsen, so kann man es auch nennen, auf den europäischen Bankensektor, ganz besonders zum Beispiel auf die Deutsche Bank eben betrachtet und wo er dann sagte, naja, man analysiert das jetzt. Das ist eigentlich eine schockierende Aussage, weil man darf ja eigentlich oder sollte erwarten dürfen, so sagen wir es mal, dass man, bevor man solch einen radikalen Schritt auf den Weg bringt und negative Zinsen eben implementiert, hinsichtlich zum Beispiel dann der Einlagenfazilität, also jedem Geld, was eben Banken bei der EZB über Nacht parken, dass eben ausgehend hiervon, dass man sich vorher Gedanken macht, was das für Effekte für das für den europäischen Bankensektor haben dürfte. Und nicht, dass man die erstmal auf den Weg bringt, mal guckt, was dann bei rauskommt und das dann anschließend analysiert. Weil, wie gesagt, man hat ja auch Modelle und man versteht ja hoffentlich auch das Geschäftsmodell eben des, in dem Fall europäischen Bankensektors und sollte eigentlich ausgehend von diesem in der Lage sein, abzuleiten, dass die Implementierung negativer Zinsen das gesamte Geschäftsmodell des europäischen Bankensektors im Grunde genommen unterminiert und im Grunde genommen die Einkommen oder den sogenannten Revenue Stream eben komplett vollständig erodiert. Lange Rede, kurzer Sinn, zurückkommt eben hier auf die Situation, wie sich im Euro darstellt. Das Bild im Euro ist alles andere als positiv vor diesem Hintergrund, also rein fundamental betrachtet. Und die Frage, die sich wirklich aufdrängt, ist, was kann den Euro aktuell auf dem derzeitigen Niveau stabilisieren? Und eine mögliche Interpretation wäre, also ich glaube, dass ein längerfristiger Euro-Short nicht unbedingt die schlechteste Idee wäre. Ich bin wirklich mega skeptisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach derzeit noch zu früh ist. Das zeigt ja auch die derzeitige Preisentwicklung. Jetzt sich im Short im Euro zu bewegen, ist offensichtlich keine so gute Idee. Aber alles in allem, es ist auf jeden Fall einmal so, meines Erachtens nach, dass wir hier derzeit vielleicht Spekulationen sehen, wonach man seitens der Großspekulanten auch so ein bisschen mit, in Anführungsstrichen, Sorge, was meine ich mit Sorge, warum sollten die sich Sorgen machen? Dazu gehen wir mal kurz auf eine Webseite, die hatte ich gerade schon mal erwähnt, barchart.com. Da schauen wir uns mal die Short-Positionierung, die aktuelle Netto-Short-Positionierung der Großspekulanten nochmal an. Also ist kostenlos verfügbar, ja, barchart.com und dann kann man hier oben auf den Button Futures klicken und dann lässt sich hier die Positionierung der Großspekulanten im Euro-Future abzeichnen. Wir sind gleich soweit. So, da gibt es da oben den Button Commitment of Traders. Das ist übrigens auch eine Thematik, der ich mich sehr detailliert in meinem ersten Buch damals Forex Trading gewidmet habe. Also wer dazu Informationen wünscht, der findet die auf jeden Fall in meinem Buch, in dem ersten Buch, also Forex Trading. Und dann findet man hier unter Currencies findet man den Euro. So, jetzt geht da gleich ein Chart auf und dann sehen wir unter diesen zwei Linien, wobei wir uns auf in dem Fall hier die grünfarbene fokussieren wollen. Das ist nämlich die Positionierung der Large Speculators, da kann man sehen. Und was man hier erkennen kann, ist, dass die letzte Woche, also die Daten sind von letzter Woche Dienstag, das war noch vor der EZB-Sitzung, die sind dann am Freitag vergangene Woche veröffentlicht worden, die sind mit 102 Kontrakten netto short. Das ist die stärkste Short-Positionierung zurückgehend bis ins Jahr 2017, eher noch 2016 tatsächlich. Und das, was wir jetzt derzeit vielleicht sehen, ist Spekulation seitens jener Marktteilnehmer, dass es hier doch zu einer Einigung aus handelstechnischer Sicht zwischen den USA und China kommt, die ja dann potenziell auch positive Effekte auf eben den Euro haben könnten oder den Euro-Raum und dass man sich hier in irgendeiner Form auch einigt oder annähert zumindest und dass eben beispielsweise Importzölle auf besonders deutsche Automobile zum Beispiel nicht in der Form durchschlagen, wie das derzeit noch gesehen wird. Und dass diese Aufwärtsbewegung, die wir gerade sehen, das ist zwar noch nicht wirklich nach mal jetzt squeezig, also dass man jetzt rechtlich scharfe Gegenbewegung sieht, aber dass ein stückweise Abbau zumindest mal dieser aggressiven Short-Positionierung in Erwartung einer solchen Annäherung eben jetzt vielleicht schon stattfindet und in dünnem Marktumfeld eben dazu führt, dass wir hier diese derzeitige Bewegung eben tatsächlich auf den Weg bringen. Nochmal, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, das Übergeordnete, sollten wir sicherlich sehr, sehr skeptisch sein für den Euro. Alles in allem ist es aber derzeit scheinbar immer noch ein bisschen zu früh, sich hier aggressiv auf der Short-Seite im Euro wiederzufinden. Und eventuell beschleunigt diese Bewegung, das sei auch nochmal gesagt, für kurzfristig orientierte Trader mit Ausblick auf das jetzt ausdünnende Marktumfeld vor Ostern. Auch da kann sich solch eine Bewegung zügig mal beschleunigen und
dann eben tatsächlich vielleicht sogar den Euro bis in Richtung der 1,14 und darüber zurückführen, was sicherlich einerseits überraschend käme, aber in Anbetracht dieser recht einseitigen Short-Positionierung im Euro-Future oder auch in Kombination mit dem dünnen Marktumfeld keine so große Überraschung darstellen würde. Ja, und das wäre es erstmal soweit meinerseits gewesen. Ja, waren ja auch viele Informationen heute. Vielen Dank dafür. Fand ich sehr interessant. Und ja, ich wünsche natürlich Ihnen noch einen schönen Tag. Schöne Feiertage jetzt am Wochenende. Vielen Dank, Jens, dir natürlich auch. Und trotzdem heute und morgen noch einen erfolgreichen Handelstag. Und würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal dabei sind. Wir versuchen, die Aufzeichnung noch diese Woche online zu stellen. Ja, vielen Dank. Und Jens, wie immer, das Schlusswort. Danke. Ja, happy trading. Pass auf eure Stops auf und schöne Ostern, viele dicke bunte Eier und am Montag geht's wieder los. Bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl. Bis dann. Ciao, ciao.